Jo, ein herzliches Willkommen auf Gaming TV. Ja, ich habe eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht. Erstmal die gute Nachricht. Also, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Das ist dieses hier. Ja, für 400 Euro. Wenn ich besser wissen will, genau. Obwohl jeder weiß selber, wie das ist: dieses Shure SM-B7. Ich weiß nicht. Ich schreibe es mal in die Beschreibung, wie das Ding heißt. Aber das ist dieses Shure, was alle haben. Die Livestreamer. Aber ich kann jetzt im Moment nicht streamen. So ist die schlechte Nachricht. Also, ihr habt euch ja gewundert, warum, wenn ich streame, warum die Streams pixelig sind. Das liegt nicht daran, wegen dem PC hier. Der ist ganz gut. Weil ich habe mir schon Vorwürfe gemacht. Habe ich jetzt in einen sehr schlechten PC investiert? Oder liegt es an was anderem? Und nein, es liegt nicht an dem PC. Es liegt an der Internetverbindung. Die ist so mega toll. Kann ich mal dazu sagen. So, das wusste ich schon letztes Jahr, dass es daran liegen könnte. Da habe ich einen Internetvertrag, einen neuen abgeschlossen. Da wird mir zugesagt, also hier sind 1000 Bit verfügbar. Aber da muss erstmal einer vorbeikommen, der muss die ganze Geschichte, also diese Glasfasergeschichte, ins Haus legen. Das weiß ich nicht, wann das passiert. Ja, und mit dem DSL-Internet, da kriege ich nur 16 Bit. Also das ist sehr schlecht. Und mit dem neuen wäre das dann schneller. Also würde ich dann 600 Bit kriegen. Also im Download hätte ich 600 und im Uploader hätte ich 300. Und das wäre schon deutlich schneller, wie was ich jetzt habe. Ich habe, glaube ich, jetzt im Download 16 und im Upload habe ich, glaube ich, 10. Sowas. Und das ist sehr schlecht. Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eine Stunde ein Video aufnehmen, kann ich knicken. Das dauert wahrscheinlich richtig mega lange, bis ich das hochgeladen habe. Und die sagen mir, wenn ich da anrufe, es dauert zwischen 8 bis 10 Wochen. Und das sind 2 Monate. Da denke ich mir nur so, euer Ernst? Ja, das sagen die mir. Ja. Deutsche Glasfaser toll, ne? Ja. Auf jeden Fall kann ich da jetzt nichts machen. Mir sind dann die Hände gebunden. Wann ich wieder streamen kann, kann ich auch nicht sagen. Und ja, also wie gesagt, ich hab das nur herausgefunden, weil ich ein Testvideo einfach mal hochgeladen habe. Und da ist wesentlich, also da ist die Pixelung, die gibt es da gar nicht. Sobald ich, wenn ich gestreamt habe, da irgendwas bewegt habe oder einen LKW gefahren habe, das hat gepixelt ohne Ende. Und das ging halt nicht. Und jetzt habe ich das realisiert, dass das anscheinend das Problem ist, dass das Internet das Problem ist und nicht die Grafikkarte oder sonst etwas von dem PC. Nein, das ist nicht das Problem gewesen. Das lag einfach nur an der, ja, schlechten Internetverbindung. Und ich weiß nicht, wann der FTT-Anschluss gelegt wird. Das kann ich nicht sagen. Das liegt halt an der deutschen Glasfaser, wann die mich kontaktieren, wann sie das machen wollen. Wenn mir das zu bunt wird, werde ich also wie gesagt, dann hier ausziehen. Wenn das bis zum 1.5. hier sich nichts tut, dann ist das für mich gegessen. Dann ziehe ich hier aus und dann suche ich mir, ja, eine andere Wohnung, wo halt schnelleres Internet verfügbar ist, und dann ziehe ich halt dahin. Fertig. So, gut, das wäre da das dazu. Aber wie gesagt, jetzt noch ein Jahr, so hätte ich dann die Investition nicht machen brauchen. Aber gut, dann wisst ihr schon mal so ungefähr Bescheid, dass es aus dem Grund liegt. Und wie gesagt, die Firmen sind sowieso so eine Sache. Gerade mit der Sache, die halt um die Welt geht. Ich kann darüber nichts sagen, weil es ja
YouTubern verboten ist, darüber zu reden. Und deshalb sage ich darüber auch nichts. Ja, deshalb wird es als wegen aus dem und dem Grund wird es halt auf dieses Thema geschoben. Ihr könnt es euch schon denken, um was es da geht. Ja. Was halt 2020 aufgetreten ist, wo es diese ersten Nachrichten gab, da hat sich noch keiner überlegt, dass das so schlimm wird. Und wegen um dieses Thema geht's. So, mehr sage ich jetzt nicht. So. Genau. Auf jeden Fall liegt es halt an der Internetverbindung. Ich habe mich halt vorher gewundert, was liegt denn das? Das kann doch nicht sein, dass es wirklich an dem PC liegt. Dann habe ich halt denjenigen angeschrieben. Nee, nee, bei mir hat es funktioniert. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, ich soll mal ein Testvideo hochladen. Und habe ich das gemacht und dann habe ich gesagt, boah, ist ja Bombe, so soll das auch sein. Und ja, es lag wohl an dem Internet. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Genau. Gut. Dann wisst ihr Bescheid. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Gaming TV.